Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zur neuesten Ausgabe von Wir in Ludwigsburg. Heute habe ich bei mir Porsche-Werksfahrer und den Sieger von dem 24-Stunden-Rennen Le Mans, Marc Lieb. Herr Lieb, erst nochmal Glückwunsch. Es liegt ja jetzt schon ein paar Stunden bzw. Wochen zurück. Haben Sie denn nach den 24 Stunden auch noch feiern können eigentlich? Ja, das haben wir schon gemacht. Da gab es ja auch noch ein paar Gelegenheiten und auch mit der Fußball-Europameisterschaft noch. Da hat man dann auch viele Abende zusammen verbracht und auch noch ein bisschen gefeiert. Das war natürlich ein wahnsinnig spannendes Rennen, auch mit dem dramatischen Ausgang, dass wir das noch kurz vor Schluss die letzten 3 Minuten noch gewinnen konnten. Und ja, da war es schon sehr viele Sachen auch zu verarbeiten dann im Nachhinein. Also nach 24 Stunden war längst nicht Schluss. Nee, wir haben dann noch am gleichen Abend auch noch das 24 Stunden noch mal verlängert dann und das ging dann auch bis spät in die Nacht noch, ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, es war dramatisch, es war spektakulär. Wir wollen es noch mal kurz Revue passieren lassen. Bis kurz vor Schluss, kann man eigentlich sagen, schien es so, als sei Toyota der Sieger. Was passierte aber dann? Ja, wir hatten uns natürlich jetzt auch über die ganzen 24 Stunden ein super Rennen geliefert mit Toyota. Es war unheimlich spannend. Wir waren immer in einem Abstand zwischen 10 und 30 Sekunden, hatten dann 10 Minuten vor Schluss dann nochmal einen Reifenschaden, wo wir dann einfach im Prinzip dann aufgegeben haben und gesagt haben, wir geben uns mit dem zweiten Platz zufrieden. Und tatsächlich dann 3 Minuten vor Schluss ist dem Toyota einfach der Motor ausgegangen und sind einfach stehen geblieben, konnten nicht mehr weiterfahren und wir haben dann das Rennen noch gewonnen. Das ist natürlich extrem hart und bitter für die Toyota-Jungs, weil die ja genau die gleichen Strapazen, Anstrengungen hinter sich hatten, genauso wie wir. Und es war eigentlich schade, dass das Rennen so ausgegangen ist, aber natürlich freuen wir uns natürlich über den Sieg. Und es dauert natürlich halt, so ein Rennen dauert 24 Stunden und leider nicht 23 Stunden und 57 Minuten. Ja. Hart und bitter natürlich für die anderen, für Sie natürlich ein sensationeller Sieg. Nichtsdestotrotz, was haben Sie in dem Moment als erstes gedacht, als dann plötzlich Toyota stehen geblieben ist? Ja, zuerst dachten wir eigentlich, dass, weil er langsamer geworden ist, dass er, glaube ich, für ein Fotofinish wartet auf seinen Teamkollegen. Und dann ging es so in der Box so rum, dass der wahrscheinlich doch ein Problem hat. Und dann konnte ich es eigentlich gar nicht glauben. Also es war im ersten Moment auch ein Schock, ja, weil man mit dem ja überhaupt nicht gerechnet hat. Man hat sich ja im Prinzip 20 Minuten vorher damit abgefunden, dass man das Rennen auf Platz 2 beendet. Und normalerweise passiert ja auch nichts mehr in der letzten Runde. Wenn ein Auto so zuverlässig läuft, die letzten 3 Minuten, ist es eher unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Und dann war das zuerst so ein Zustand von Schock, natürlich mit Trauer, Empathie für die anderen Fahrer. Aber dann im nächsten Moment natürlich, wow, jetzt haben wir die Chance, das Rennen zu gewinnen, dieses 24 Stunden, wovon ich schon als kleiner Junge davon geträumt habe. Und das war schon eine wahnsinnige Emotion, also brutale Emotionen von der einen auf die andere Seite, das war schon extrem. Achterbahn der Gefühle, wie man so schön sagt. Aber ich habe da schon rausgehört, also ein wenig Mitleid hat man dann auch schon in so einem Moment mit dem Rivalen. Ja, wir haben also ein sehr kollegiales Verhältnis. Also das ist natürlich schon harter Sport und da wird auch mit allem gekämpft, was es auch gibt. Und, aber auf der Strecke ist es immer fair und auch neben der Strecke haben wir Fahrer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und wenn man die Jungs dann sieht, wie die dann den Kopf hängen lassen, das tut einem selber auch schon weh. Man weiß ja selber, wie es ist. Genau. Man hat es selber auch schon erlebt. Natürlich nicht so dramatisch, aber man weiß, wie derjenige sich fühlt und das ist nicht schön. Absolut nicht. Umso schöner war es aber dann eben für Sie und Ihr Team, das muss man ganz klar sagen. Ein Traum geht in Erfüllung, das haben Sie gerade schon erwähnt. Was kommt denn jetzt eigentlich noch, Herr Lieb? Ja, ist eine gute Frage. Es ist echt schwierig zu beantworten, weil ich bin für andere Motorsportsachen bin ich schon zu alt. Ich bin 36 Jahre alt, also was anderes wird jetzt wahrscheinlich für mich nicht mehr in Frage kommen. Ich würde natürlich noch gerne versuchen, das vielleicht nochmal zu wiederholen. Das ist vielleicht noch so ein Ziel, aber klar ist, dass das ist so der Mount Everest, das ist der Olymp, den es für uns gegeben hat. Im Sportwagenbereich ist es 24 Stunden von Le Mans. Wir haben jetzt aber noch eine Meisterschaft, wir haben noch eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, dieses Jahr zu fahren. Die wollen wir natürlich gerne gewinnen. Das wäre natürlich auch nochmal so das i-Tüpfelchen auf eine grandiose Saison. Ich habe mal eine schöne Schlagzeile über Sie gelesen, der rasende Ingenieur. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil Sie haben sich früh entschieden, eben nicht nur alles auf die Karriere als Rennfahrer zu setzen. Ja, das war natürlich ein relativ ungewöhnlicher Schritt für einen Rennfahrer, vor allem in dem Zeitraum. Also es war für mich dann aber relativ klar, dass ich gerne noch eine Berufsausbildung machen möchte. Und für mich war immer schon klar, ich würde gerne ein Ingenieurstudium machen. Habe es dann auch an der Fachhochschule in Esslingen dann gemacht, relativ spät angefangen wieder. Also ich habe schon mal gleich direkt nach dem Abitur studiert in Stuttgart an der Uni, habe es dann aber abgebrochen, um mich aufs Rennfahren zu konzentrieren. Und dann kamen aber dann auch so andere Geschichten wie Familie dazwischen. Und dann hat man auch eine andere Verantwortung, vielleicht auch eine etwas andere Sichtweise auf das Leben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, nochmal zu studieren. Also Rennfahren ist Leidenschaft und Hobby, aber längst nicht alles im Leben.
Nein, ist es nicht. Also klar ist die Familie im Vordergrund und die muss natürlich auch dahinter stehen, wenn man so eine Leidenschaft hat. Also die müssen auch viel auf mich verzichten. Ich bin oft unterwegs, viele Tage im Jahr zum Testen. Es sind ja nicht nur die Rennen, sondern auch die ganzen Testfahrten und auch andere Termine. Und da braucht man einen starken Partner, eine starke Familie und das habe ich Gott sei Dank und deswegen hat man dabei auch natürlich auch eine Verantwortung. Sie leben ja hier in Ludwigsburg mit Ihrer Familie, sind gebürtiger Stuttgarter. Wir sind heute hier auf der Bärenwiese, einer Ihrer Lieblingsorte auch hier in der Stadt. Ja, natürlich. Man fährt hier immer unter die Königsallee und das ist immer schön, da mit dem Fahrrad runterzufahren in die Stadt und auf das Schloss drauf zuzufahren. Und ja, wir gehen gerne in die Stadt und wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier in Ludwigsburg. Und die Kinder sind sehr fest verankert, auch in den Vereinen. Also die spielen ja zum Beispiel beide beim Hockeyclub Ludwigsburg. Mhm. Und das ist natürlich schön und einfach, die gehen hier zur Schule und wir haben hier einfach ein optimales Umfeld. Also ein Umzug, ich sag mal zum Beispiel in die Schweiz oder Monaco, wie das viele andere gerne Kollegen dann auch machen, kommt für Sie nicht in Frage? Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin einfach auch durch die Nähe zur Firma Porsche und es kam für mich nie in Frage, dass ich da irgendwie wegziehe und ich bin einfach hier sehr gerne Schwabe und wohne auch sehr gerne hier. Das hören wir natürlich gerne und freuen uns sehr, Herr Lieb, dass wir Sie hier haben in Ludwigsburg. Abschließend noch, Sommerferien stehen an. Haben Sie dann auch Zeit, ein bisschen mit Ihrer Familie die Zeit zu genießen oder sind Sie auch vielleicht hier in Ludwigsburg gerade ein bisschen unterwegs dann? Ja, natürlich. Wir haben jetzt noch ein Rennen vor den Sommerferien, auch vor den Schulferien am Nürburgring. Und danach geht es dann in den wohlverdienten Urlaub. Und da werden wir dann aber auch ein bisschen wegfahren. Aber wir werden sicherlich auch hier in Ludwigsburg viel Zeit verbringen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat Spaß gemacht. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Nach einer ganz kurzen Pause geht es gleich hier bei uns weiter. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, jetzt hier bei Christel Scheichenbauer, Hebamme aus Ludwigsburg. Frau Scheichenbauer, wie ist denn die aktuelle Situation der Hebammen hier bei uns im Landkreis? Also im Moment ist es so, dass wir nicht mehr alle Frauen flächendeckend versorgen können. Das heißt, sowohl in der Schwangerschaft fehlen Geburtsvorbereitungskurse, Beratungsmöglichkeiten, vor allem dann auch im Wochenbett die Nachbetreuung. Da gibt es viele Frauen, die gar keine Hebamme mehr finden. Und in der Klinik oder in den Kliniken hier im Landkreis ist es so, dass die Kreissäle unterbesetzt sind, dass die Kolleginnen sehr viele Überstunden machen müssen und auch da die Frauen nicht mehr adäquat versorgt werden können. Woran liegt das? Warum gibt es zu wenig Hebammen? Also ich denke, diese ganze Problematik, die wir haben mit der Haftpflicht und auch mit unseren Gebühren, die einfach nicht angepasst werden, hat dazu geführt, dass ganz viele Frauen aus dem Beruf rausgegangen sind. Und vor allem Frauen, die kleine Kinder haben, für die lohnt sich's überhaupt nicht mehr, nur stundenweise als Hebamme zu arbeiten. Und wo könnte man da ansetzen? Von wem wünschen Sie sich vielleicht auch irgendwie Hilfe? Sind es die Kommunen? Ist es der Land, der Bund? Also sowohl als auch. Ich denke, die Kommunen können uns insofern helfen, dass sie uns unterstützen bei Räumlichkeiten, bei Mieten, die wir zahlen müssen für unsere Kursräume. Der Landkreis kann sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Krankenhausträger nehmen und der Bund natürlich auch, wenn es um die Haftpflichtversicherung und um die Vergütungsverhandlungen geht. Also da gibt es schon Ansätze, wo man natürlich sagen kann, hier und da könnte noch was passieren und sicherlich würden mehr Frauen auch in den Beruf wieder zurückkommen oder den annehmen. Sie sind ja seit 35 Jahren schon Hebamme. Sie haben es gerade selbst angesprochen, es herrschen eigentlich recht schlechte Arbeitsbedingungen, wenn man das so zusammenfassen kann. Machen Sie Ihren Beruf trotzdem immer noch gerne? Meinen Beruf mache ich gerne, nur die Rahmenbedingungen, die gefallen mir überhaupt nicht mehr. Inwiefern bekommen Sie denn da Unterstützung? Gibt es da auch eine Organisation, die sich vielleicht ja für Sie einsetzt oder haben Sie da auch eine gute Lobby? Vielleicht mangelt es auch daran. Also wir sind ja organisiert im Deutschen Hebammenverband. Ich selber bin Landesvorsitzende von Baden-Württemberg.
Und von unserem Verband bekommen natürlich Unterstützung, so gut es geht. Mhm. Andererseits unterstützen uns auch Organisationen wie zum Beispiel Motherhood, die sehr viel bewegt haben in den letzten 2 bis 3 Jahren. Und wir wünschen uns noch viel, viel mehr Unterstützung von den Familien und von den jungen Familien und von den Müttern. Das muss man ganz klar ansprechen. Eigentlich können die vielleicht doch noch ein bisschen mehr bewirken, indem sie, ich sag's jetzt mal so krass, bei den Krankenkassen Sturm laufen. Zum Beispiel, denn sie sind ja alle Versicherte bei den Krankenkassen, Kunden sozusagen. Und die Krankenkassen müssen im Prinzip ja auch gewährleisten, dass ihre Versicherten versorgt werden medizinisch. Es ist so, dass die Krankenkassen immer wieder sagen, es gibt genug Hebammen im Kreis Ludwigsburg, aber diese Hebammen machen ja nicht den ganzen Betreuungsbogen, ne? Also manche machen nur Gymnastikkurse, andere machen nur Wochenbettbetreuung. Und auf unserer Liste sieht es natürlich gut aus, wenn man da 60 Namen liest, aber das reicht einfach bei weitem nicht aus, um alle Frauen flächendeckend zu versorgen. Und wenn da die Versicherten, jede Einzelne, die keine Hebamme findet oder vielleicht auch ein halbes Jahr suchen muss, der Krankenkasse ein Signal geben würde, dann könnten die nicht mehr behaupten, dass es genug Hebammen gibt. In Zahlen ausgedrückt, wie sieht es denn bei Ihnen persönlich konkret jetzt aus, Stand Sommer 2016? Also ich kann momentan erst wieder Frauen mit Entbindungstermin Februar 2017 annehmen. Meine Kurse sind alle komplett ausgebucht und ich sage jeden Tag mindestens 2 bis 5 Frauen, ich kann sie leider nicht annehmen. Das ist nicht nur bei mir so, sondern bei uns allen hier in der Praxis. Wir sind zu viert und ich weiß auch von anderen Ludwigsburger Kolleginnen, dass es ähnlich ist. Muss man denn vielleicht Sorge haben, dass so etwas wie die Wochenbettbetreuung irgendwann wegfällt? Also ich denke, im Moment müssen wir alle große Sorge haben, nicht nur um die Wochenbettbetreuung, sondern auch um die Versorgung in den Kliniken, weil das ja das Nächste ist. Es werden viele kleine Kliniken geschlossen. Frauen haben ganz weite Wege zu den Krankenhäusern, jetzt hier bei uns in der Stadt natürlich nicht, ja. Aber auf dem Land müssen die manchmal schon 50, 60, 70 Kilometer weit fahren. Und es gibt Regionen in Deutschland, da ist die Versorgung noch schlechter. Ich denke, wenn jetzt nicht wirklich bald sich was verändert, dann wird es wirklich schwierig, noch Hebammen zu finden. Also ein ganz dringendes Problem, auf das wir auch heute wieder aufmerksam machen wollten. Vielen Dank, Frau Scheichenbauer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Zuschauer, das war Wir in Ludwigsburg für diese Woche. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Machen Sie es gut. Tschüss.